Vor dem Wiener Straflandesgericht der Prozess rund um die 13-jährige Leonie, die ja wirklich qualvoll umgebracht wurde im vergangenen Sommer. Der wird höchstwahrscheinlich erst im Juni stattfinden. Also es dauert extrem lange, bis man hier tatsächlich die Anklageschrift vervollständigt hat. Und jetzt gibt es auch Aufregung um einen der vier Tatverdächtigen, nämlich um einen 23-jährigen Afghanen. Der sitzt momentan noch in U-Haft, aber aufgrund anderer Delikte, die er hier auch begangen hat. Die Staatsanwaltschaft will hier ihn weiterhin nicht in U-Haft sehen, denn als Mordverdächtiger in der Causa Leonie soll er nicht gesehen werden. Man kann ihm hier nichts nachweisen, auch DNA-Spuren oder dergleichen gibt es nicht. Er soll derjenige sein, der höchstwahrscheinlich das Ecstasy hier besorgt hat. Der Prozess selbst, der wird natürlich mit Hochspannung erwartet. Es ist die große Frage, ob es hier eine Mordanklage geben wird oder ob es sich hier um eine Vergewaltigung mit Todesfolge und einer damit unterlassenen Hilfeleistung auch handelt. Das hat auch Unterschiede dann im Strafausmaß, zumal sich auch natürlich die Frage stellt, wie es hier bei jungen Erwachsenen aussieht. Hier gibt es doch andere Strafrahmen als bei Erwachsenen. Und aus Sicht der Verteidiger wird man hier natürlich versuchen, dies alles zu argumentieren. Für viele ist dieser Fall der 13-jährigen, des armen 13-jährigen Mädchens, aber auch ein Fall, der leider Gottes beispielgebend ist. Man sieht, wie viele Femizide es im letzten Jahr gegeben hat, auch im heurigen Jahr, dass leider Gottes Gewalt noch immer virulent ist. Und man ist natürlich gut beraten, hier alles auch seitens der Politik zu unternehmen, um derartiges in Hinkunft zu verhindern. Für die mutmaßlichen Täter gilt zwar natürlich die Unschuldsvermutung, aber diejenigen, die dieses grauenvolle Verbrechen begangen haben, denen wird hier mit der vollen Härte des Gesetzes hoffentlich auch die gerechte Strafe zugeführt werden.